Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Sport in Schwerin. Diesmal aus Hamburg, aus der Scala-Halle zum Spiel des SC Alstertal Langenhorn gegen SV Grün-Weiß Schwerin. Die Gastgeber sind sehr gehandicapt, nur 3 Punkte stehen auf dem Konto beim Aufsteiger. Es geht nichts wirklich voran, sieht man auch am Hinspiel, 35:20 ging das Spiel gewonnen für den SV Grün-Weiß Schwerin. Heute soll alles anders werden, so haben sie sich vorgenommen. Es hat ein Trainerwechsel stattgefunden, es ist etwas besser gelaufen in den letzten Spielen und ob sich das fortsetzt, das schauen wir uns jetzt an hier beim Spiel Alstertal Langenhorn gegen Grün-Weiß Schwerin. Ja, damit willkommen vom Kommentatorenplatz zum Spiel von Alstertal Langenhorn gegen den SV Grün-Weiß Schwerin. Und man scheint schon an den Gesichtern ablesen zu können, welche Richtung dieses Spiel gehen könnte. Die Nervosität, die Unsicherheit in den Gesichtern der Hamburgerinnen ist doch schon jetzt zu sehen. Und das beim Stand von 0:0 und 0 gespielt Minuten. Also es ist einmal auch mal ganz spannend, den Schiedsrichtern zuzuhören, wenn sie eine Ansprache machen. Findet auch nicht so oft die Möglichkeit für uns. In den Hallen ist es doch immer sehr laut, momentan sehr ruhig hier in Hamburg. Und wenn es dann mal laut wird, dann sind es die mitgereisten Schweriner Fans mit ihren Tröten. Die sitzen hier direkt neben uns und genauso hört sich das auch an. Anwurf gibt es für den SV Grün-Weiß Schwerin. Das ist bei der Auslosung rausgekommen, das hat der Schiedsrichter eben den Spielerinnen noch mitgeteilt. Und dann kann es jetzt losgehen mit Daniela Ernst beim Anwurf. Ja, was immer, da muss noch ein bisschen Freiraum geschafft werden für die Spielerinnen, die nicht mit auf der Bank sitzen, auf Hamburger Seite. Das hat sie eben getan und dann geht es jetzt los. Daniela Ernst, wenn die Künstler das Spiel ist eröffnet. Schöner Spielzug, Vivian Bartlau, 1:0 für Schwerin. Eingespielte Kombination. Sich abgespielt, kaum Abwehrbewegung bei den Hamburgerinnen. Da müssen wir ein bisschen besser gegenstehen. Und Schwerin das Vorhand zeigt hier Vivian Bartlau. Hat Johanna Miegel da fest im Griff. Schwerin mit einer 5-1-Deckung. Und Naomi Nabelek mit der ersten Parade. Und Benny Künzel und der Hüftwurf neben das Tor. Ja, Miegel scheitert an Nabelek. Genau, das ist mit der 5-1-Deckung, genau das wollten sie auslösen, Kerstin Lapp, 5-2. Es gab noch eine gelbe Karte für die Hamburgerinnen hinterher, aber genau, dieses 5-1-Deckung macht es den Hamburgerinnen wirklich schwer, weil das Spiel eben über
die erfahrene Manuela Roth gehen soll. Und der Treffer jetzt bei Alstertal. Durch Kirsten Heider. 1-2. Ist ja noch robust geworden, wer wen hat man da? Gibt auch eine Ermahnung, aber man muss ihn zumindest zugreifen. Auch niemand mit. Hamburger Rennen, das ist vielleicht ganz gut auch für sie, sich ins Spiel zu finden. Vivian Bartlau, schöne Finte, das 3-1. Ja, genau, Manuel Roth übergeben, das Spiel, sie hat die Übersicht, die Erfahrung. Aus beruflichen Gründen nach Hamburg gewechselt. Kombination nicht so sicher, der Pass von Labs auf Erdmann. Da hat sich harmoniert und dann ist der Schwung raus und dann ist der Angriff nicht mehr so gefährlich. Und Heider erneut erfolgreich. 2-3. Das ist natürlich ein Mittel, wenn man so trifft aus dem Rückraum. Das sind die sogenannten einfachen Tore und die kann jede Mannschaft sehr gut gebrauchen. Spielt eigentlich vorne Wendy Künstler auf Jutta Wenk. Er hat 5 Minuten gespielt und die Chance war, Alstertal den Ausgleich zu machen. Mental sehr wichtig, Hüftwurf. Zu früh, so kam es selber von der Bank. Und auch am Tor vorbei von Dieding. Und es gibt 7 Meter. Gelbe Karte gibt es noch gegen Johanna Mielik. Miegel. Und der Wendy Künzel tritt an. Und Wendy Künzel scheitert an Laura Hinz. Und jetzt kommen wir in die Phase, die der Trainer von Grünberg-Sperrin, Andreas Badlau, angesprochen hat. Ein sehr schweres Spiel, weil man vor allen Dingen sich selber besiegen muss. Die eigenen Gedanken. Und das war ein klasse Anspiel von Manuela Roth und in den Kreis gedreht von Mirja Petersen. Die Hamburgerin jetzt gut. Und das könnte durchaus 2 Minuten geben. Gehen wir in Erdmann, ja, da Laura Hinz im Kopf getroffen. Sicherlich keine Absicht. Aber auch der Wurf weit nach dem Pfiff. Ah, zu Glück. Jetzt wollen wir schauen, dass es für Laura Hinz gleich weitergeht.
Ja, das sieht gut aus. Und weiter geht das Spiel. Die Hamburgerinnen haben die Härte jetzt angenommen. Kerzilat. Besser verteidigt, gibt 7 Meter. Abwehr im Kreis. Aber das sieht doch schon deutlich besser aus als in den ersten Minuten. Und der zweite 7 Meter für Schwerin. Diesmal Vivian Bartlau. Ebenfalls nicht im Tor, an den Pfosten diesmal. Oh. Müssen die Hamburgerinnen neu aufbauen. Haben wir Glück, dass der Ball in Hamburger Seite bleibt. Und richtig, das war gut festgemacht von Julia Wenk. Und Nabelek hält den Ball von Bieding. Ganz schwacher Pass von Daniela Ernst und der Konter der Hamburgerin. Miegel und der Ausgleich für Alstertal Langenhorn. Und gelbe Karte gegen Kerstin Labs. Abstimmung nicht gepasst. Oh, klasse Pass von Erdmann auf Weg. Das führt rein für Schwerin. Super Aktion von Vivian Erdmann. Weckt ihre Mannschaft ein bisschen auf. Die Abstimmung nicht gepasst zwischen Künzel und Labs. Und der Ball war fast weg. Und genau aus dieser Situation, aus dieser verschlafenen Situation, macht sie genau das Richtige. Ist hellwach. Und das war ein klasse Kreisanspiel. Von Roth auf Petersen. 4-4. Eine große, große Qualität von Manuela Roti. Pässe an den Kreis, das haben wir schon gesehen, als sie mit Lord Haresley in Schwerin zu Gast war. Und der Treffer für Johanna Miegel und die erste Führung für die Heimmannschaft, 5-4. Und das haben sie sich erarbeitet. Aus der Hilflosigkeit am Anfang des Spiels in den Gesichtern ist eine Entschlossenheit geworden. Und da hat sie durchgesetzt in die Künste. Da setzt sie ihre Klasse ein und markiert den Ausgleich. 5-5. Also auch ganz interessant, die Schweriner Fans hier sind so laut, da verstehen die Spielerinnen auf dem Spielfeld ihren Trainer nicht mehr. Das nenne ich mal direkte Einflussnahme von außen. Und Manuela Roth wieder auf die Mitte gegangen, soll das Spiel wieder antreiben. Jetzt an den Kreis, zu spät das Anspiel, aber trotzdem klasse Kreisanspiel. Und Nabelek hält den Ball von Petersen. Der Ball aber zu schnell wieder weg und Tempomöglichkeit für Hamburg. Der Platz ist da, Manuela Roth von außen. Nabelek erneut. Ist wieder sehr gut im Spiel, schon ihre 5. Parade nach 11 Minuten. Ja, und da kann sie aber nichts machen. Der Treffer von Maike Wieling. Und noch gelb gegen Vivian Erdmann. Die
Schwerin tut sich jetzt sehr schwer im Angriff und braucht jetzt Ideen. Sichere Kombination. Man muss Hamburg über die spielerische Klasse bewegen. Und Wendy Künzel. So klar war die Chance für mich, aber sie nimmt sie und sie macht es. Und das macht sie wichtig. 6-6. Aber Julia Wenk kommt dran am Ball. Und Hamburg macht es eigentlich richtig. Sie versuchen, die Schwerin der 5-1-Deckung über Schnelligkeit zu machen. Bertlau, Treffer. 7-6. Das ist natürlich das Spiel. Das ist Frau Grün bei Schwerin, der lange Pass von Nabelek auf Vivien Bartlau. Die ist blitzschnell vorne und sicher im Abschluss. Jetzt sehen wir, dass zum Teil drei Kreisläufer bei den Hamburgerinnen. Das ist ihr Spiel. Er ist im Block gestellt, das hat die Schwerin großartig verteidigt. Und Bartlau. Haben sie gut gemacht, Manuela Roth stellt den Block, will damit ihre Shooterin freistellen. Und die entscheidet sich dann doch für den Pass an den Kreis. Und er ist dann abgefangen. Und der Treffer von Kier Snyder. Und Bank scheitert. Und die Chance für ein Total erneut zum Ausgleich. Und jetzt gibt es eine Kombination. Jetzt gibt es eine Kombination. Auf Hamburger Seite, genannt Uwe rechts. Und schauen wir uns doch mal an. Ah, ich bin ja gut aufgepasst. Oh. Manuela bleibt das Sprachrohr auf dem Feld, aber sie ist die Einzige in ihrer Mannschaft. Im Gegensatz zu Schwerin, da wird viel mehr gesprochen. Und das ist klasse nachgesetzt von Maike Wittgenest. Toll gehalten von Nabilek. Den Wurf. Und dann im Nachsetzen ist sie aber da und macht den Treffer. Wie sagt man dann im Sport? Deutsch, sie hat es etwas mehr gewollt. Kampf. Das ist genau das, was Alstertal Schwerin entgegenzusetzen hat. Ja, die Idee gut. Von Labs raus auf Bartlau zu spielen. Das ist natürlich frei an der Seite und sie versenkt heute sicher. Aber der Pass kommt nicht an. Ja, schön rausgespielt, Nina Schmidt scheitert beim Torwurf. Und jetzt der Konter, war Alter da, das schauen wir gleich mal genauer hin. Miegel mit dem Treffer zum 8-9. Zum 10-8 steht auf Anzeigetafel, ich glaube, das stimmt nicht ganz. 9-8. Und dann hat Jutta Wenk scheinbar was abbekommen.
Gepfiffen haben die Schiedsrichter allerdings Fuß von Weng. So habe ich es interpretiert. Bis auch selber gesehen. Und aus dem Konter dann das Tor für die Hamburgerinnen. Sehen die Schweriner Fans neben mir natürlich etwas anders, naturgemäß. Aber in erster Linie geht es jetzt darum, dass er Jörg den Schleimann-Schlag auf die Hand bekommen hat. Wieder aufsteht, dass es ihr besser geht und dass sie gleich weitermachen kann. Das passiert so. Und so geht's dann weiter nach 16,5 gespielten Minuten. Bei der Führung für Alzertal am Horn. Scheint dann am Block, aber sie springt ja auch nicht hoch. Schlechter Pass von Erdmann auf Künzel und das müsste jetzt eigentlich. Gibt kein Pass für das Spiel. Wo der Ball in die eigene Hälfte geht und dann gibt es Gelb für Nina Schmidt und 7 Meter für Grünwald-Schwering. Und Schütze Nummer 3. Vivian Erdmann. Hat sie mehr Erfolg? Ja, Vivian Erdmann verwandelt. Zum 9:9. Oh, klasse Wurf von Heider. Und der Pass sofort von Bank auf Badlau. Und sie verwandelt sich der erste Führung für Berlin. Ja, 5. Treffer jetzt bereits im Spiel. Zeigt auch ihre Wichtigkeit, dass sie trifft, ihre Würfe, die sie bekommt. Oh, klasse ausgespielt. Schmidt. Klasse Heber. 10-10. Und zum wiederholten Male weicht der Schiedsrichter die Mitte zurück. Er muss anpfeifen, das ist regelkonform so. Achten die Schiedsrichter, aber er nicht immer so drauf. Jetzt geht's 2 Minuten gegen Manuela Roth. Die Szene war auf der anderen Seite des Spielfelds, habe ich nicht sehen können. Aber das ist jetzt die erste Überzahlsituation im Spiel. Natürlich ankommen. War Riesenlücke. Wenk verliert den Ball. Und Nina Schmidt hat zwar die Möglichkeit, den Tempo-Gegenstoß zu laufen, bricht ihn aber richtigerweise ab. In Untertal, Alzertal. Die Zahl soll runtergenommen werden. Und das heißt, es ist noch ein bisschen mehr laufen als sonst schon, aber der Treffer für Alzertal, das war zu einfach. Kirsten Heider, ihr 4. Treffer. Und Vivian Erdmann hat da scheinbar was an den Kopf bekommen. Und bei Vivian Erdmann geht's weiter. Thank you.
mit, wie laut das hier ist neben uns. Und dann drehen sich jetzt die Spielerinnen um, die sich unten nicht mehr verständigen können. Merdler. Vivian Erdmann jetzt mit dem Fehlwurf. Die Schwerinerinnen und Schweriner, die mitgereisten, doch sehr, sehr laut sind. Das war wieder schön hochgestiegen. Und die erste Zweithore-Führung für Alstertal. Maike Wieding. Jetzt gab es noch Gelb gegen Julia Wink. Und deswegen keine schnelle Mitte. Das war nicht einverstanden mit der Schweriner Seite. Und Manuela Roth konvertiert jetzt wieder die Abwehr bei Alstertal. Langhorn. Da muss man sagen, Überzahlsituation bei Schwerin komplett versagt. Wer die Überzahl 0-2 verliert, der liegt zu Recht im Rückstand. Und jetzt gibt es 7 Meter für Schwerin. Kerstin Labs ist da durchgebrochen. Und Jona Wenk ist wieder dazwischen. Und er ist aber der Treffer und da hat sie Glück, dass sie nicht noch 2 Minuten kriegt. Maike Wieding. Treffer 4, 13. Kerstin Labs, das ist zu einfach, das ist zu wenig. Und da haben sie Glück, Laura Hinz. Vielleicht das Anspiel von Wenk hat Glück, dass sie den Ball wieder bekommt. Und Schwerin baut neu auf. Oh, 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 oh. Es ist genau das ein, was Trainer Andreas Bartlau vor dem Spiel gesagt hat. Man muss sich selber besiegen und das ist bekanntlich der schwerste Kampf. Ein passives Spiel angezeigt, richtig von den Schiedsrichtern. Wenn die Künzel scheitert, es gibt aber nochmal Einwurf für Schwerin. Zeitspiel wieder aufgehoben. Schlechtes Anspiel von Bartlau. Und Alstertal macht das geschickt. Verteidigen wirklich gut in ihrer Sechsmann-Deckung. Und Schwerin macht sie natürlich auch leicht mit den ganzen Abspielfehlern. Jetzt Bartlau. Und selbst sie trifft jetzt nicht. Man darf jetzt natürlich nicht verzweifeln auf Schweriner Seite. Muss es immer wieder versuchen, es war gut gespielt. Den muss sie nehmen. Und beim nächsten Mal ist er auch wieder drin. Gut angepackt von Vivian Erdmann. Jetzt abgepfiffen.
So genau weiß niemand warum, aber das nimmt bei Schwerin auch keiner so wichtig gerade. Gerstin Labs und der Treffer. Ich nehme mal an, man hat einen Freiwurf erwartet und sie haben Schrittfehler gepfiffen. Also das, davon gehe ich jedenfalls aus. Angezeigt haben sie nichts. Der Schiedsrichter gespannt. Herrscht ein wenig Verwirrung. Und 7 Meter und das müsste 2 Minuten hinterhergehen für Wilhelm Badlau. Richtig. Ja, da muss ich die Hände weglassen. So, jetzt die Chance nochmal. Gelbieding gegen Nabilek. Pfosten. Auch als der Langhorn scheint er vom 7-Meter-Strich. Und jetzt kommt Antje Thormann. Und ich denke mal, sie soll als Einläufer agieren. Außenposition ist eigentlich nicht ihre, hat aber unheimlich Übersicht. Wenn die könnte, ganz stark. So eine Lücke darf es einer, wenn die Künste nicht lassen. Klasse, Konter. Besser kannst du aber auch nicht antworten. Maike Wieding. Der 5. Treffer bereits. 14-13. Ein blinder Pass. Der kommt nicht an. Und Alstertal mit der Chance auf 2 Tore wegzuziehen. Richtig von Kerstin Labs dazwischen zu gehen. Sonst hat wieder den Schwung. Und dass sie die Tore treffen kann, das haben wir im Spiel bereits gesehen. 5-mal erfolgreich. Und erstmal ist es wieder Kerstin Heider. Auch ihr 5. Treffer bereits in diesem Spiel. Kommt jetzt zurück, macht Schwerin wieder komplett. Das Überzahlspiel bei Alstertal war deutlich besser als bei Schwerin. Erdmann unmotiviert, ohne Vorbereitung. Schlechter Abschluss. Heider, guter Block von Kerstin Labs. Und Blick von Vivian Erdmann auf die Uhr, 1,5 Minuten noch, 2 Tore Rückstand. Zu einfach, viel zu einfach. Aber auch viel zu wenig Druck hinter. Vivian Erdmann geht gar nicht richtig drauf auf die Abwehr, will gar nicht durchstechen. Und damit nimmt sie auch Kerstin Labs den Schwung und das war Miguel, scheitert an Nabelek. Ich war sehr gespannt. Ich würde gerne die Halbzeitansprache hören von Andreas Badlau. Und von Galambar auf der anderen Seite wird da deutlich oben da ausfallen.
davon können wir ausgehen. Schwerin reibt sich da an der schwarzen Wand auch ein bisschen auf. Aber es sieht auch nicht so aus, als wenn sie wirklich drüber werfen wollten. Kürzelscheiter. Also richtig. Und jetzt Auszeit genommen von Alsterdal Langenhorn. 6 Sekunden vor dem Ende. Das wird nochmal einen Angriff geben. Vielleicht können wir mal ein bisschen reinhören. Während man bei Alsterdal jetzt mehr diesen letzten Spielzug auch besprochen hat. Die Halbzeitpause hat man ja gleich vor sich, um noch was zu sagen. Hat Andreas Badlauer ja schon mit seiner Halbzeitansprache begonnen, was nicht so funktioniert hat. Und warum es nicht funktioniert hat, bei Grün-Weiß-Sparin. Jetzt haben wir noch. Scheitert. Und jetzt gibt es nochmal 2 Minuten dafür, denke ich. Und jetzt gibt es nochmal 2 Minuten. Ja, hat er Ball. Sie hält den Ball fest, weil sie meinen Freiwurf bekommen zu haben. Aufgrund der Fußsituation. Man hat aber Schritte gepfiffen, denke ich. Und deswegen ist die 2 Minuten wegen Ballfesthalten doch eine sehr, sehr harte Entscheidung. Vor allen Dingen, weil es schon ihre zweite ist. Und damit gehen wir in die Halbzeit 15 zu 13 für Alsterdal Langenhorn gegen Ersehen SV Grün-Weiß Schwerin. So, und auf gehen wir mit dem Kampfgeschrei in Halbzeit Nummer 2. Anwurf für Alsterdal Langenhorn. 15 zu 13 die Führung für die Heimmannschaft. Die haben sich schwer erarbeitet in Halbzeit 1. Ob das auch reichen wird für Halbzeit 2, das wird sich zeigen. Wenn Schwerin sich steigert. Und sie müssen sich steigern, wenn sie hier die Punkte mitnehmen wollen. Oh, das war klasse übernommen, Navilek. Ist da, aber es war sehr gut gespielt. Schmidt mit dem Abschluss. Heider, da ist natürlich kein Weg, aber es gibt trotzdem Freiwurf. Jetzt können sie sich neu sortieren. Passives Spiel angezeigt. Heider muss werfen. Nabela erkennt den Ball. Ah, schwacher Pass von Benny Künzel. Wimmi Erdmann holt den Ball aus dem Kreis. Hatte Glück. Abbekommen, aber so was passiert beim Handball. Der Schiedsrichter gibt gerade die Information weiter. Es geht 8 Sekunden ohne Zeit. Weitergespielt, weil die Uhr 8 Sekunden zu spät gestoppt wurde. Ein Mittel, was immer mal wieder beim Handball vorkommt. Der Schiedsrichter achtet ganz genau drauf. Und jetzt geht die Uhr wieder an. Und das Spiel geht ganz normal weiter. 1:40 gespielt in Halbzeit 2. Aber Schwerin ist jetzt beweglich, ja? Macht das Alsterdal schwerer. Sind auch in Überzahl.
Letzte Überzahl gegen 0-2 verloren. Ja, das ist zu wenig Form. Zu wenig einfach Reichtum und die Unterzahl ist vorbei. Passives Spiel angezeigt. Und jetzt muss sie werfen. Nabilek und Ernst in gemeinsamer Arbeit. Gegen Lena Greve. Aber wie wir in der Erdmann bekommt da ganz schön was ab. Nina Schmidt, da traut sie sich nicht. War die Lücke eigentlich gegeben? Greve scheitert. Nee, das war nicht Greve. Entschuldigung, das war ein Meeting. Scheitert dort. Und abgefangen. Und dann kommt er von Miegel. Frenetisch gefeiert. Auch heute zeigt sie sich in guter Form. Noemi Nabilek. Die Ungarin im Team. Der SV Grün-Weiß-Schwerin. Und da wirft Kerstin Lab Daniela Ernst das Ding auf den Fuß. Ja, es müssen vielleicht ein paar neue Ideen ins Spiel. Bei Schwerin. Es sieht in der Defensive jetzt auf jeden Fall etwas besser aus. Als vor dem Wechsel. Aber vorne, trotz der beiden Treffer, habe ich nicht das Gefühl, dass ich Schwerin da wirklich durchsetzen kann. Und es sind auch schon 5 Minuten gespielt in der Halbzeit 2. Nina Schmidt und Nabilek. Der Grund, warum Schwerin noch führt in der zweiten Halbzeit. Labs jetzt mal mit Schwung, aber was für ein Wurf. Das kein Wurf von Vivian Bartlau. Von Miegel am Ball. Jetzt setzen sie sich mal durch. Aber wird noch weggeschossen von Nina Schmidt. Das muss nicht sein. Aber die Führung führt mal weiter hin. 15-16. Aber das war mal der nötige Schwung, mit dem sie kommen muss. Mit dem sie ja durchbrechen muss durch die Abwehr. Fußspiel von Vivian Erdmann. Greift Badlau gut zu gegen Miegel, aber sonst wäre es eine gute Chance geworden. Nabilek. Klasse in die zweite Halbzeit gekommen und das sah sehr nach dem Schubser aus gegen Badlau und jetzt die nächste Chance für Badlau und Schmidt hat wieder den Ball und Badlau bleibt liegen. Es gibt Ball für Alstertal. So habe ich die Schiedsrichter jetzt verstanden. Das verstehe ich nicht so ganz. Weil es war zwar kein Foulspiel von Nina Schmidt, aber auch kein Foulspiel von Vivian Bartlau. Und damit hätte es einen Wurf für Grün-Weiß-Schwerin geben müssen. Gibt es nicht. Thank you.
Das war gut durchgesetzt, Manuela Roth. Und es gibt 7 Meter. Und 2 Minuten gegen Kerstin Labs. Das ist hart. Das ist eine harte Entscheidung. Aber 7 Meter ist korrekt. Maike Wieding versucht noch einen Navelak per 7 Meter zu überwinden. Und sie macht es. Der Ausgleich. War bereits die 6. Treffer in diesem Spiel. Und jetzt nimmt Manuela Roth Wendy Künzel aus dem Spiel. So sieht es jedenfalls aus. Ah, nee, eher eine offensive 5-1-Deckung. Vorgerückt, um eine dritte 2-Minuten-Strafe von Roth zu verhindern, sicherlich. Schwach gespielt und das sieht kleiner passives Spiel aus. Ja, die passive Spiel angezeigt von den Schiedsrichtern. Vivian Erdmann. Es gibt nochmal Freiwurf, jetzt muss Schwerin stellen. Jetzt muss Schwerin werfen. Antje Dormann jetzt inzwischen für Kerstin Labs im Spiel. Vivian Erdmann. Scheitert am Block. Das ist zu wenig. Aber mit Antje Thormann vielleicht eine Ideengeberin im Spiel jetzt. Bei Schwerin. Ja, den Schwerin nicht Schwerinerin nicht gedankenschnell genug. Da gibt es eine Ermahnung an Andreas Badlau. Sie etwas zurückhalten noch in der Außenlinie. Wollte da einen technischen Fehler gesehen haben auf Hamburger Seite. Schiedsrichter ahnten es nicht. Und es gibt 7 Meter. Abwehr durch den Kreis. Aber da kann man den Trainer durchaus verstehen. Das kann man auch durchaus als Stürmerfoul werten. Grenzbereich, Maike Wieding gegen Noemi Navelek. Und Navelek bleibt der starke Rückhalt für Grün-Weiß-Schwerin. Abgepfiffen jetzt von den Schiedsrichtern. Jetzt muss sich Andreas Badlau doch arg zurückhalten. Da, jetzt ist. Und das ist eine Riesenlücke. Und Antje Thormann, die einzige, die da mal richtig hingeht. Abstimmungsschwierigkeiten da mit Julia Wenk. Und das war klasse von Julia Wenk. Die richtige Trotzreaktion. Und Wenk jetzt beim Wurf. Lattentreffer. Kessel lässt ihn ausgehen. Richtig, weil Teuterin dran war. Und Badlau scheitert. Und es gibt Freiwurf für Schwerin. So langsam wird die Partie hitzig. Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Abwehr im Kreis angezeigt. 2 Minuten wären da auch übertrieben gewesen. So ist richtig. Vivian Erdmann. Ah, das war hervorragend gehalten. Laura Hinz.
Hat sich nicht so viel auszeichnen können wie Nabilek auf der anderen Seite. Sollte als Kompliment für ihre Vorderleute zu verstehen sein. Wieder Julia Wenk dazwischen. Trotz Reaktion jetzt von ihr, finde ich klasse. Oh. Badlau mit dem Knie dran. Knie ist kein Fuß. Alles richtig. Aber es war etwas einfallslos gespielt jetzt. Aus dem Stand. Schlechte Möglichkeit. Und für Grün-Weiß jetzt die Möglichkeit, das Spiel zu ordnen. Antje Thormann jetzt im Kreis. Steffi Duber bereit. Will wohl gleich ins Spiel kommen. Grün-Weiß, wenn die Künste scheitern am Block. Und ich denke, neue Kräfte, frische Kräfte ist gerade nicht die schlechteste Idee. Labs, endlich mal mit Schwung und der Treffer für Grün-Weiß Berlin. So muss sie kommen, genau mit dem Schwung, dann wird es auch was. 17-16 die Führung für Grün-Weiß. Ah, schlechtes Anspiel. Und jetzt heißt das, sich am eigenen Shop aus diesem Spiel rausziehen. Schlechter Winkel für Julia Wenk, auch schwach geworfen. Ja. Der Schiedsrichter hat ein bisschen Verwirrung gesorgt, er hat Abwurf gepfiffen. Deswegen muss er es neu anpfeifen. Ballbesitz Alzertal. Ja. Beschwert sich Julia Wenk, sollte sie nicht zu heftig machen. Die Schiedsrichter reagieren auf sowas. Und Heider. Scheitert an Nabilek, aber auch da nicht wirklich rausgespielt. Schweriner Abwehr hat sich jetzt besser eingestellt scheinbar. Da haben wir gut zugestellt, der Ball kommt zu Antje Thormann, das gibt den 7 Meter. Und Antje Thormann wirft, oder? Nein, der Trainer setzt sich doch durch, Wendy Künzel. Und sie verwandelt. 8:16, 2 Tore für. Gut aus, rausgespielt und Nabilek. Stürmerfoul entschieden. Auch. Bisschen umschritten die Entscheidung, aber nicht falsch. Und dieses kurze Hoch, was Schwerin hatte in der Offensive, das setzt sich nicht fort, scheinbar.
Das ist jetzt aber auch zu wenig. Einzertal läuft jetzt weniger. Weniger gemacht. Und Schwerin rückt auch viel offensiver raus jetzt. Der Ball zwar drin, aber es war vorher abgepfiffen. Und da die Bewegung, die wir gerade gesehen haben bei Greve, die muss viel öfter kommen. Und was für ein Pass und der Abschluss von Miguel. 17-18. Aber genauso muss es laufen. Gegen die Abwehr von Grünweiß-Spiel. Und Vivien Erdmann. Pfosten. Aber richtig der Wurf, richtig. Die hatte die Lücke, sie kam mit Schwung. Und so ein Ball kann eben auch mal an den Pfosten gehen. 17-18. An die Latte, aber als der Teil mit zwei Spielerinnen da, die den Ball aufnehmen wollen. Und der Ball jetzt trotzdem weg. Vierschwung. Passives Spiel angezeigt. Sie muss werfen. Julia Wenck, es war ein passives Spiel angezeigt. Musste den Wurf nehmen, auch wenn es ein schlechter Winkel war. Schöne Finte. Und Julia Erdmann kommt dazu. Nina Gehr. Und jetzt wacht das Hamburger Publikum auf. Und der Ball ist vorbei von Gehr. Künzel. Da setzt sie sich durch, wenn die Künzel. Ihr fünfter Treffer. Und da haben sie Hamburgerin mal nicht geschafft, die wegzustellen. Gelingt die bisher im Spiel, aber ansonsten ziemlich gut. Miguel, Schrittfehler gepfiffen, ein schlimmer Foul. Und das Zeichen des Schiedsrichter. Gerade noch so retten. Inzwischen ein Spiel für WW Badlau. Es gibt Abwurf. Da hat Wendy Künzel einen Schlag ins Gesicht bekommen. Geht da zu Boden, nicht geahndet von den Schiedsrichtern. Miegel. Nabelek. Und da hat Schwerin Glück, weil das war Fuß von Antti Thormann. In die Hand nehmen. 20-17 für Schwerin. Oh. Also gerne 2 Minuten provozieren. Gegen Kerbsen Lab. Aber
nicht so gehandelt. Geht sie ziemlich weit runter. Oh, da stehen sie sich selbst im Weg. Das Kreisanspiel eigentlich auf Miegel. Und Kaufbrust geht vorher drauf. Macht den Ball damit unerreichbar. Das war ein klassisches Spiel von Benny Künzel und Steffi Jubel. Sie schließt erfolgreich ab zum 21-17. Und das wirkt gerade im Moment ein wenig wie die Vorentscheidung, dass sie das noch nicht sehen wird daran. Auszeit für Hamburg. Ja, eins kann man der Alsterdaler Langhorn nicht absprechen. Team sind sie. Wir stehen da zusammen, aber es muss vorne etwas mehr passieren. Und nochmal ein taktischer Wechsel. Wieding jetzt wieder im Spiel. Wenk mit der Manndeckung für Rot und damit machen sie Alsterdaler. Schwer nehmen die Schallzentrale aus dem Spiel. Und Abelek sichert Schwerin den Vorsprung. Das war ein klassisches Spiel. Diesmal haben mit Wendy Künzel und Joda Wenk. So kann man die Abwehr ausspielen. Zu dicht drauf, zu wenig Schwung. Es ist nicht mehr, wirkt auch ein bisschen kraftlos jetzt. Jetzt mal Bewegung. War ein ganz guter Ansatz. Schon der Kranich weiter hochgestiegen. Am Sprach in der Block und es gibt 7 Meter und 2 Minuten gegen Kerstin Labs. Ihre zweite. Und die Ding versucht sich jetzt erneut gegen Nabelek. Und sie versenkt, 18-22. Auftakt zur Aufholjagd oder Kosmetikkorrektur? Also da nimmt Künzel aus dem Spiel. Lässt sie sich aber nicht gefallen, sie geht in den Kreis. Thormann Dube, übertreten. Oh, der Ball war drin, aber übertreten. Jetzt Überzahlsituation für die Hamburgerinnen. Und wenn sie was erreichen wollen, dann jetzt. Und hervorragend von Wendy Künzel.
Ist mit der Hand am Ball. Danach ist es Gär. Und dann ist der Ball im Aus. Sechs Minuten. Vierer Treffer vor für Schwerin. Steffi Dube setzt die Klasse durch. 18:23. Zu der Einwechslung können wir Andreas Badlau jetzt schon mal beglückwünschen. Leider. Das Tor, sie steigt doch gar nicht hoch. Marin macht jetzt auch den deutlich fitteren Eindruck. Labs hier Marin wieder. Also da bleibt aber in dem Künstler aufs Spiel. Dube wieder übertreten. Daran muss er noch arbeiten. So war der Wurf. Am Tor vorbei von Maike Bieding, hat er scheinbar mitgekriegt von Kerstin Labs. Ja, sagt der Trainer, oder der Trainer ist natürlich nicht, es ist der offizielle Christian Klippin, der Körperspannung fordert von seiner Mannschaft. Der genau die fehlt. Also da lang. Die Frage ist, ob es nur die Körperspannung oder auch schon die Luft ist. Von Künzel auf Labs, der Ball nicht drin, mit Glück. Ball Zertal. Und Gär verliert den Ball. Da ist die Symbolwirkung, jetzt kommt dieser Menzel ins Spiel. Auch ein Zeichen dafür, dass Grün-Weiß jetzt sich sicher ist, das Spiel ist im Sack. Und das ist natürlich auch. Oh, das war klasse gespielt. John Amigel mit dem Treffer im fünften. 19:23. Hier haben sie natürlich auch eine Gegenspielerin, an der sie sich mal ausprobieren kann. Gerade in der Defensive. Und dass er Handball spielen kann, das weiß man beim Überspringen. Sie ist schließlich aus der eigenen Jugend. Ballverlust von Bank und der Konter von Altertal. Nina Gehr und der Treffer. 20:23 und das Spiel wird wieder offener. Ah, der hat es mehrfach angedeutet, aber der Pass von dieser Menzel kommt nicht raus und er versucht es lieber durch die Wand. Da wäre der Passer aus sicherlich die bessere Variante gewesen. Für Wendy Künzel. Steffi Dube schön eingelaufen. Nicht angepfiffen, denke ich. Zwei Minuten noch, Wenk. Vorbei.
Ah, das sind natürlich haarsträubende Abspielfehler. Aber nicht mehr spielentscheidend, Steffi Dubel, was für ein Tor! Ja, guck mal, 4. Treffer bereits für Steffi Dubel. Minute noch stark. Eine Minute noch zu spielen jetzt. Alter, da braucht man gar nicht richtig hingehen. Tunnel Nabilek macht noch den Treffer zum 21-25. Aber da braucht man sich auch nicht wild machen. Und jetzt Auszeit genommen vom Grünwald Schwerin. Da weiß er natürlich, Andreas Bartlow, das Spiel, das ist hier unter Dach und Fach. Bibi Bartlow freut sich ja auch, wenn der da nochmal jetzt nochmal zur Ordnung, zur Disziplin aufruft. Da kam nochmal der letzte Spielzug angesagt. Gute Laune bei Spirin und auch, aber auch in Hamburg ringt der Trainer um die Aufmerksamkeit seiner Spielerin. Auch sie wissen, auch dieses Spiel hier geht wieder verloren. Und wenn man das mit solch einer Bestimmtheit weiß, dann ist jemand in Motivation natürlich im Keller. Ja, Steffi Dube, ihr Spiel, solange wie sie gespielt hat. Das kann man so festhalten. Und doppelte Camper-Versuch von Schwerin. Bei dem Spielstand kann man das machen, Nina Gehr. Oh, Lisa Menzel, sie will das machen. Eine harte, aber richtige Entscheidung. Sie muss die Hände weglassen. Aber das ist eine Erfahrung, die eine junge Spielerin da auch machen muss. Das ist eine Erfahrung, die sie lieber in dem Spiel macht, als dann. Wenn es richtig spielentscheidend ist. Maike Wieding. Nochmal sicher vom 7-Meter-Punkt. Maike Wieding, 22, 25, jetzt haben wir 15 Sekunden. Müssen wir mal einen Abschluss geben. Schön, BBD Hartmann, 22, 26. Jetzt haben wir zwar noch 3 Sekunden, aber damit ist der Deckel jetzt drauf. Das war's, der letzte Wurf geht vorbei. Grünwald-Spurin gewinnt gegen SC Halstertal Langhorn mit 26 zu 22. Es war ein schweres Geburt, aber unterm Strich gewinnt Schwerin verdient. Das Spiel ist beendet. Der SV Grünwald-Schwerin gewinnt bei Alstertal Langenhorn mit 26 zu 22. Ich habe jetzt bei mir beide Trainer. Ich wende mich zuerst an die Heimmannschaft. Zur Halbzeit mit 2 geführt, am Ende mit 4 verloren. Wir hatten den Eindruck, euch ist etwas die Luft ausgegangen. Den Eindruck habe ich auch. Das ist vollkommen richtig. Wir hatten in Alstertal einen Trainerwechsel. Ich weiß Gott nicht, dass ich jetzt sage, vorher war alles schlechter. Wir haben einen Trainerwechsel. Wir sind zum Glück auch wieder zu zweit.
Wir stellen aber einfach fest, dass die Mannschaft ein konditionelles Problem hat. Letzte Woche in Buxtehude ist es ähnlich gelaufen. Da habe ich noch die Frage gestellt, hat die ganze Mannschaft keine Kondition oder liegt es vielleicht an den Führungsspielern, an den beiden Rückraum Mitte, Rückraum links, dass in dem Augenblick, wenn die sich eine Auszeit nehmen, dass dann unser Spiel stockt. Heute bestätige ich das aber, das, was du eben gesagt hast. Wir haben ein konditionelles Problem. Wir haben zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Die erste Halbzeit, wenn die Luft da ist und sie diszipliniert das umsetzen, was wir angeordnet haben, dann spielen sie gut. Dann sind sie mit den Mannschaften wie eben auch Schwerin oder wie mit dem Mittelfeld auf Augenhöhe. Und dann hätten wir eine realistische Chance, in dieser Liga zu bleiben. Soweit sind wir aber noch nicht. Ja, wann seid ihr denn soweit? Ich meine, eure Zeit rennt ein bisschen weg. Wir sind bereits in der Rückrunde. 3 Punkte habt ihr zugute. 3 Mannschaften müsst ihr hinter euch lassen. Das ist richtig. Es wird sich wahrscheinlich erst im letzten Spiel entscheiden, weil ich bin auch nicht naiv und sage, nächste Woche in Olten wird alles besser. Wir haben als nächstes die Mannschaften, die oben stehen, sprich Olten. Wir müssen dann nach Berlin fahren. Das wird für uns wieder eine schwere Kiste und da müssen wir gucken, wie wir durchkommen. Wir arbeiten viel, wir trainieren sehr gut. Wir machen im Moment jede Woche auch noch ein Freundschaftsspiel zusätzlich, damit die Mannschaft neue Konzepte, neue Laufwege, wir haben ein neues Gegenstoßkonzept umsetzen kann. Und wir hoffen einfach, dass es irgendwann in Kürze, Mitte Februar soweit ist, dass wir dann auch mal irgendwo einen Punkt einfahren. Ja, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Andreas, tief durchatmen, du hast vor dem Spiel gesagt, das ist ein ganz schweres Spiel, weil das ist ein Spiel gegen dich selbst, das muss man erstmal gewinnen. Alstertal eingebrochen, Glück gehabt? Ja, also zunächst erstmal war das, was wir erste Halbzeit hier gesehen haben, das habe ich der Mannschaft gesagt, dass wir hier wirklich mit ganz, ganz starker Gegenwehr rechnen müssen. Das ist eben so, die stehen im Tabellenkeller und kämpfen quasi mit dem Messer zwischen den Zähnen und wollen noch in dieser Liga bleiben. Und dann ist es hier heute, dass wir hier heute gewonnen haben, doppelt wichtig, dass wir diese Punkte mitgenommen haben. Wir haben heute ein anderes Abwehrsystem gespielt, als wir sonst spielen und ich kann der Mannschaft ein Kompliment geben, dass sie das weitestgehend so umgesetzt haben, wie wir das besprochen haben und 22 Gegentore, damit kann man schon ganz zufrieden sein. Wobei mir heute die Angriffsgeschichte nicht so gefallen hat, aber daran werden wir auch noch arbeiten. In welchem Moment hast du für dich gedacht, okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir das Spiel gekippt, jetzt bringen wir es nach Hause? Nun ja, das war so 10 Minuten eigentlich vor Schluss, als wir dann mit 3 Toren in Führung gegangen sind. Ich habe, es war von den Alstertalern leider, ich glaube, bloß 4 Feldtore, 3 7-Meter-Tore in der zweiten Halbzeit. Das ist natürlich wenig, aber der Endstand 22-26 sagt ja auch, dass wir da auch nicht ganz so rühmlich waren mit dem Abschluss vorne. Nee, das ist richtig. Rühmlich, also... Uns ist das positiv aufgefallen, Steffi Dubel nach ihrer Einwechslung macht 4 Treffer, hat ein bisschen mehr Schwung ins Spiel gebracht. Oder siehst du das anders? Ja, den Schwung hätte sie noch erhöhen können, weil sie hat ja auch, bevor sie den Schwung aufgenommen hat, noch 3-4 Fehler gemacht. Und daran sollte sie arbeiten, dass sie das nicht mehr macht. Ja, das ist eine klare Ansage. Sie haben ja schon gesagt, woran sie arbeiten. Wohin geht man mit Alstertal Langenhorn an sich? Wir waren ein wenig überrascht von der Kulisse in Schwerin. Es ist immer sehr, sehr laut, sehr, sehr viele Zuschauer. Ist hier nicht der Fall. Wie kann man hier die dritte Liga halten, wenn man sie sportlich dann noch erreicht? Wir haben das Problem, dass Hamburg eine Großstadt ist mit ganz, ganz vielen Angeboten. Und hier in Hamburg interessiert der HSV Handball, aber auch nur, wenn er oben steht. In Hamburg ist kein Mittelmaß gefragt. Das gilt auch für HSV Fußball, FC St. Pauli. Wenn, dann sind es solche Vereine oder solche Aktionen, die Zuschauer anfordern. Alstertal, wir spielen mit unserer gesamten Jugend nicht hier. Wir haben eine eigene Halle, die ist aber nicht zugelassen ab Oberliga nach oben. So, das heißt, wir weichen aus auf diese Halle, auf andere Hallen. Wir hatten am Anfang der Saison eine ganz lange Diskussion mit dem Hamburger Sportbund, ob wir überhaupt die dritte Liga spielen dürfen, weil keiner gab uns eine Bestätigung, dass wir mit Backe spielen dürfen. Es ist fast daran gescheitert, wir steigen auf und dürfen in Hamburg in keiner Halle spielen. So, das ist dann auf Senatsebene. Ich muss wirklich sagen, Senatsebene. Wir gehen an den Bürgermeister, an den Sportsenator, die anordnen, dass diese Schule beziehungsweise in Poppenbüttel eine Schule uns die Halle zur Verfügung stellen. Das muss man sich einfach vorstellen. Und das heißt für mich Sportstadt Hamburg.
So, und das Gleiche gilt auch für die Zuschauer. Heute ist ein Spieltag, unsere Jugendmannschaften spielen alle in anderen Hallen. So geht es durch die ganze Saison. Wir haben im Schnitt 30, 40, 50 Zuschauer. Davon kommt mindestens die Hälfte mit dem Gegner mit. Frauenhandball ist in Hamburg offensichtlich nicht attraktiv. Trotzdem ist dieser dritte Ligaplatz in Hamburg für uns ganz, ganz viel wert. Und deshalb arbeiten wir auch dran, um diese Liga unbedingt zu halten. Und ich bin neu, mein Trainer, der in der zweiten Halbzeit mit dabei war, weil er zurzeit noch seine A-Jugend betreut. Wir beide bauen an einem Konzept für die nächste Saison. Egal, wo der Zug hingeht, wenn wir Glück haben und gewinnen die entscheidenden Spiele und bleiben in der Liga, dann sind wir oben. Wenn nicht, steigen wir ab, aber dann kann das Ziel nur sein, sofortiger Wiederaufstieg. Da werden wir dran arbeiten. Damit locken wir zwar immer noch nicht mehr Zuschauer in die Halle, aber wir können eine vernünftige Jugendarbeit anbieten. Und wenn wir schon ehrgeizige Handballerinnen in Hamburg im Nachwuchs haben, dass die dann auch mit so nach dem Motto, na, da steht Alstertal, diese Spielgemeinschaft, da kann ich weiterkommen, da kann ich auch Bundesliga-Luft schnappern. Ganz, ganz wichtig. Ja, das ist klar, ist auch schön mal zu erfahren, wie das mit den politischen Schwierigkeiten hier in Hamburg aussieht. Auch in Mecklenburg kennen wir das durchaus. Wende mich nochmal an Andreas, wie geht's jetzt für euch weiter? Was habt ihr euch vorgenommen für die nächsten Spiele? Ja, also wir haben, nach wie vor, ist bei uns das Ziel der Klassenerhalt. Und wir sind auf einem sehr, sehr guten Wege und wir haben nächstes Wochenende bei Buxtehude zu Gast. Wie das Spiel in Schwerin war, 27-28, haben wir leider verloren und können da mit breiter Brust hinfahren und sicherlich wollen wir da auch gewinnen, klar. Ja, das ist doch eine klare Ansage. Ich bedanke mich für beiden, dass sie uns zur Verfügung gestanden haben, für die ehrlichen Worte. Gerne. Und wünsche Ihnen viel Glück für den weiteren Verlauf der Saison. Dankeschön.